Wir wollen im Bereich der Zuwanderung endlich eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung, wie das Schweizer Volk so abgestimmt hat, und auch die Grenzen endlich selber steuern und schützen, so wie wir es wollen, eben auch zugunsten der Kriminalität, damit weniger Kriminelle in die Schweiz kommen. Vorbereitet haben und parat sind. Dann gehen wir durch. Also wir haben ja das schon mal 2015 erlebt, das ist vor 8 Jahren gewesen, wo wir ganz wenige Wählerprozente verloren haben, aber einige Sitze, und es zeichnet sich jetzt ein bisschen mit den Hochrechnungen ab, dass es ähnlich herauskommen würde. Das ist sehr enttäuschend. Der Nationalrat sieht so aus. SVP 61 Sitze plus 8. Ein saftiger Zugewinn. Auch die SP kann sich immerhin ein bisschen freuen. 41 Sitze plus 2 Sitze. Mitte legt gleich viel zu, ist bei 30 Sitze plus 2 und ist damit vor der FDP neu, wo 29 Sitze hat, unverändert. Die Grünen, die lassen federn. Minus 7 Sitze, 21 Sitze. Die GLP muss auch daran glauben heute. 11 Sitze haben sie noch, minus 5. Die EVP verliert den Sitz von ihrer Parteipräsidentin und kommt auf 2 Sitze. Die EDU legt einen zu, bei 2 Sitzen. Die Lega unverändert bei 1 Sitz. Die PDA, Partei der Arbeit und Solidarität, haben ihre 2 Sitze verloren, sind nicht mehr im Parlament. Übrige, das ist Mouvement Citoyen Genevois, haben 2 Sitze gewonnen. Das ist eine populistische Bewegung, bürgerlich. Hier sehen wir alles noch einmal in der Übersicht. Man muss auch sagen, der Unschärfebereich ist bei plus minus 2 Sitze. Dann schauen wir die Parteistärken an. Hier ist jetzt der Unschärfebereich bei 1 Prozentpunkt. 28,9% für die SVP, das sind plus 3,3%. SP 17,5% plus 0,7%. Mitte 14,6% plus 0,8%. FDP verliert leicht minus 0,5% neu auf 14,6%. Grüne verlieren stark 4%. Neu auf 9,2%, fallen also unter die 10%. GLP neu bei 7,2%, minus 0,6%. EVP 1,9%, minus 0,2%. EDU 1,2%, plus 0,2%. PDA Solidarität 0,7%, minus 0,3%. Lega 0,6%, minus 0,2%. Übrige 3,6%, plus 0,8%.